Einmal mehr bist du Captain vom Fatcap-Team. Kann man die Rolle vom Captain in einem Team mit der vom Vater in einer Familie vergleichen? Nein, sicher nicht in dem Fall, weil wir haben eine reife Equipe. Alle vier haben schon sehr viel erlebt, haben sehr viel gespielt, wissen, was es braucht, damit sie dort draussen die beste Leistung bringen können. Ich sehe die Rolle des Captain eher so, dass wir versuchen, eine Umgebung zu schaffen, dass sie das Optimum bringen können. Ich glaube, das ist mehr eine organisatorische Aufgabe, die wir hier haben. In einer Familie redet man normalerweise eine Sprache, in diesem Team redet man in mehreren Sprachen. Redet ihr immer die gleiche Sprache? Wie kommuniziert ihr eigentlich untereinander? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, wir brauchen nicht immer die gleiche Sprache brauchen. Es ist ja oft so, dass gewisse Wörter in gewissen Sprachen einfach besser tönen. Man hat das Gefühl, das passt besser als in anderen Sprachen. Und da bei uns alle mehr oder weniger alle Sprachen können, kann man eigentlich dann das Wort benutzen, egal in welcher Sprache man das Gefühl hat, das tönt genau richtig für das, was ich will sagen. Aber vom Bänkli kommst du ab und zu ein bisschen durcheinander mit der Sprache? Ja, ich komme sowieso ein bisschen durcheinander auf dem Bänkli, nicht nur mit der Sprache. Aber es ist so, dass eine Kombination aus Deutsch, Englisch und Französisch wird stattfinden, wie immer. Aber es spielt eben keine Rolle, was man redet als Captain, solange man die richtigen Worte benutzt. Also nicht, was man redet, quasi welche Sprache, sondern es müssen einfach die richtigen Worte im richtigen Moment sein.